Willkommen zu Auf an Bord vom Regal aus Lissabon, vom Eurobest Festival. Und hinter mir ist der Veranstaltungsort dieses Festivals. Ich war gerade schon mal drin. Da gibt es allerhand sehr spannende Sprecher. Und man kann sich da so etwas wie einem Inspirationsdownload unterziehen. Hinter mir liegen auch die Jury-Sitzungen, die zum Teil anstrengend waren, aber auch enorm viel Spaß gemacht haben in unserer Kategorie PR. Da sind jetzt alle Award-Gewinner bestimmt und auch der eine Grand Prix-Gewinner, quasi die Creme de la Creme. Und was ich ganz verblüffend fand, war, dass, obwohl ja diese Award-Gewinner-Bestimmung einen solchen Vorlauf hat mit dem Online-Voting im Vorfeld, dann der Zusammenstellung der Shortlist und, es am Ende aber so zugehen kann wie in dem Film Die Zwölf Geschworenen, wo ein einzelner Geschworener, nämlich Geschworener Nummer 8 in dem Film mit Henry Ford, die Meinung der gesamten Jury noch einmal drehen kann. Und so ist das bei uns auch zwei, dreimal der Fall gewesen. Das wissen offenkundig auch einige Agenturen. Ich habe nämlich von einem anderen Deutschen in einer anderen Jury hier gehört, dass er im Vorfeld seines Einsatzes hier in Lissabon einige Anrufe von ehemaligen Arbeitgebern und Kollegen bekommen hat, die nach langer Zeit mal nachfragen wollten, wie es ihm denn so geht. Und ganz by the way drauf kam, dass sie ja auch was eingereicht hätten. Hat auf ihn aber nicht gewirkt. Davon bin ich ganz fest überzeugt.